Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Seven Days to Die Darknessfall zusammen mit dem Baumstriker. Wir nehmen ganz kurz vor knapp wieder auf, weil wir es wieder richtig gut geschafft haben und nachher streamen wir erstmal noch Remnant. Schon Bock drauf. Einfach nur wegen dem Event, den neuen Waffen. Spoiler doch. Wieso, spoiler ich jetzt in die Vergangenheit? Wir waren jetzt etwas verwirrt, weil wir schon wieder anderthalb Wochen her waren, dass wir aufgenommen haben. Aber ich war so schlau, hab eine To-Do-Liste geschrieben. Also, ich muss Sciencecraft leveln. Auf jeden Fall habe ich es mir aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung mehr, warum ich das da aufgeschrieben habe, aber ich muss es. Sonst hätte ich es mir ja nicht aufgeschrieben. Muss ich nur mal kurz wissen, wo ist denn das Ding? Science. Crafting. Oh, fehlt mir noch ein Punkt. Level 50. Und ich bin... 49. Oh, du bist 50. Fick dich. Gut, ich bin's auch fast. Dann wollte der Striker uns Impact Driver machen. Ja, bin schon dabei. Ich muss mir Gedanken machen zu der Hordefalle. Es ist Tag 20. Das kann ich mir auch morgen machen, kurz vor knapp. Oh, lol. Oh, nein. Da hast du Wanderhorde in dem Loch, was du gegraben hast. Cool. Die Impact-Driver sind am Driven, am Arbeiten. Niemand hört, was meine Schrotflinte so laut ist. Ah, schön, Ikea, dieses Loch. Ich wollte irgendwas Neues ausprobieren und hab schon wieder vergessen, was? Top. Ja, wir wollten da drin das Loch buddeln. Ja, wir wollten das mal mit dem Runterfallen testen irgendwie. Genau. Le Schacht. So, dann. Wolltest du uns noch eine Advanced Forge machen? Wo ich glaube, die hattest du sogar angestoßen. Irgendwie hattest du was angestoßen. Nein. Advanced Forge ist, kann ich jetzt anfangen, also wenn wir genug Stahl im Dingens haben, weil ich habe nur aus der Dingens genommen. Okay, ja, Advanced Forge wird gebaut. Gut, dann eine, Schatz. Zwei. Ich würde erstmal mit einer an. Okay. Wir könnten gut Schatzkarten mal machen. Ich würde fast sagen, genau. Wenn die Advanced Forge angestoßen ist, lass uns Schatzkarten machen. Mal kurz. Ich wollte gerade sagen, du hattest irgendwie gesagt, ich sollte... Und ich habe mir auch einen Erdbohrer gewünscht. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich wollte einen. Genau. Dann stößt er jetzt mal kurz die coolen Sachen an. Wir machen kurz ein paar Schatzkarten. Währenddessen lasse ich in meinem Kopf nochmal Gedanken wegen der Hordefalle durchlaufen. Und dann der nächste Blutmond ist ja erst morgen. Kriegt schon irgendwas hin. Weil das Schöne ist, wenn die Schatzkarten richtig ergiebig sind. Und wir wissen jetzt, wo der geile Händler ist. Und das ist ja außerhalb des verstrahlten Gebietes. Weil wir nicht mal verstrahltes Gebiet gefunden haben, bis jetzt, ganz ehrlich. 23 Minuten. Kriege ich da auch schon direkt einen Erdbohrer mit raus oder noch nicht? Nö. Okay. So, wo haben wir den Schatzkarten? Bei Fortschritt. Objektteile, Fahrradlenker. Den Stahl. Engine. So. Wir räumen einfach mal auf mit den Schatzkarten. Ich hab dir mal 6 rausgeschmissen. Wo baue ich das Workbench? Accept. Die Workbench ist in Arbeit, das heißt, ich gehe nach draußen. Oh. Beide? Gar nicht so weit weg. Oh, wir haben ja mittlerweile auch das Auto. Oh. Dauert anderthalb Minuten.
Ja, gut, anderthalb Minuten können wir noch warten. Ich wollte sowieso noch mal gucken, ob wir noch Essen haben. Ich habe was unten in der Leiste. Hast du auch was? Ja. Okay. Aber auch nicht mehr viel. Wir haben noch 10 Vegetable Stews in der Lebensmittelkiste. Perfekt, dann kann ich ein bisschen auffüllen. 6 sollten reichen. Getränke. Oder nehme ich ein Spaßbier mit? Vielleicht auch 2. Bring hier mal einen Juckersaft. Und schluck ein paar grüne Pillen. Saft habe ich dabei. Ja, wunderbar. Ich nehme noch die 2 Reismilch mit. So, da packe ich dann die Mods aus meiner Spitzhacke rein. Denk dann, dass du deine Schaufelsachen da auch reinpacken kannst. Ja, ich habe in beiden dasselbe drin, irgendwie vom Gefühl her. Nehme ich mir nochmal einen Stapel Benzin mit unten in die Leiste. Kfz, da. Ein bisschen lächerlich, aber ich freue mich gerade richtig, mir auch mit dem Erdbohrer mal loszulegen. Ich habe immer so viel Spaß an diesem Spiel. Oh, 51er machst du ja direkt. Ist ja geil. Kann ja auch nochmal einen 41er geben. Ja 1, 2, 3, 4. Da sind 6 fucking Slots drin. Ja. Aber waren es schon immer? Ich habe noch Platz für eins. Kann ich uns die Tanks machen, die Kult? Ja, kann Keine ich. Keine Ahnung, ob du die kannst. Wäre auf jeden Fall vom Vorteil. Mach, dann mach ich uns aber 2 große Tanks. Dukt-Tape. Duktape da. Polymer. Was sonst noch? Ah, Benzin habe ich. Gut. Tank. Gut, die nächsten anderthalb Minuten für den Arsch, aber ist für einen guten Zweck. Hast du deine Schatzkarten schon gelesen, 2 Stück? Nein. Okay, meine sind beide in der Richtung. Ja, stellst du allein? Noch nicht gesund.
Nee, ich habe mir auch schon wieder was Neues eingefangen. Richtig toll. Perfekt. Ja, es gibt sogar richtig dreckig. Aber es ist nicht so viel Husten wie beim letzten Mal. Sondern nur Fieber, Halsschmerzen, Schlaflosigkeit. Also eigentlich alles, was dazugehört, außer dickes Husten. Ich habe zwar noch Husten, aber nicht so dick. Stopp. Können wir? Theoretisch können wir. Was ist deine nächstgelegene? Gut, ach, erstmal ins Auto steigen dann. 1 Kilometer. Puh. Wie gesagt, ja. Straight Süden. Da bin ich mit beiden meiner näher dran. So, ich hoffe natürlich auf absoluten Reichtum. Wie sieht's bei dir aus? Spezielle Wünsche an unserem ja, oder einfach nee, nur Reichtum? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich erwarte halt nichts von den Kisten. Ich gehe halt einfach mit weniger Erwartung an diesen Kisten ran, weil wir werden eh meistens überschüttet davon. Das sind jetzt die ersten Schätze, die wir bei Darkness Falls machen. Das kann auch in die andere Richtung schief gehen. Stell dir vor, der Pappkarton, da ist die Mitte des Kreises. Guter Schlag. Danke. Eigentlich macht es doch gar keinen Sinn, wenn ich mitbohre. Wenn du durch Zufall genau die richtige Richtung gräbst, doch. Und man weiß ja nie, wie gut, wie können ja Erde gut gebrauchen. Ja. Ah, ich bin mit Erde gerade gut dabei. Also ich werde bei dir auch liebevoll direkt mitgraben. Weil ich immer darauf baue, dass ich auch bei den Glückstreffer lande. Absolut. Echt jetzt? Ja, hast recht, es ergibt gar keinen Sinn, dass du mitgräbst. Gott! Ist in Ordnung. Jetzt muss es. Jetzt in dieser Sache zwacke ich mir jetzt schon aus Sicherheitsgründen mir von dir ein paar, Lockpicks ab, oder. Du hättest hier für den ganzen Stack schon von zu Hause mitnehmen können. Ja, nö. So, ich habe. Hatte ich nicht das Verlangen dran, weißt du? So, jetzt sind beide meiner. Also, ich habe jetzt eine wieder aufgefüllt. 1 Kilometer. Ich gucke, welche Richtung. Nach Südosten! Passt doch! Dann fahr erstmal zu deiner. Meine. Oder sind sie jetzt deutlich mehr weg? Also meine sind nur 1,1 Kilometer. Nein. Sind näher jetzt. Ja, perfekt. So, Nachricht von meiner Schwester. Okay. Ich glaube, da war was. Bin mir aber nicht sicher. Und der ist sogar dran gestorben, bin begeistert. Bei Vanilla sterben die Zombies nicht so schnell, wenn man sie überfährt. Wirklich nicht. Antibiotika! Und Schrottmachete. Cool. Also Antibiotika finde ich super. Apropos Antibiotika, ich könnte gleich mal wieder gutes Bier trinken. Alki. Ja, ich muss meinen Pegel doch hochhalten. Ich habe bis jetzt echt das Gefühl, dass du zu meiner Schatzkarte fährst. Das ist gut.
Achso, der Kiste war ein bisschen Munitionskram und 5400 Geld. Schade. Oh, Skillpunkt. Das war mein Level Up. Dann arbeite ich doch mal den Zeitcrafting-Punkt von der Liste ab. Ich weiß echt nicht mehr, wofür das war. Oder doch? Ich glaube, das war für die letzte... Für die letzten vielleicht... Mods. Ja, irgendwie schon. Und wenn sollst du, wenn du irgendwas geht, eventuell noch Unterpunkte schreiben. Wollen wir kurz in Bücherladen? Ja, ne? Nö. Okay, ich komm gleich nach. Ich gehe in Bücherladen. Ja, die Schatzkiste ist direkt daneben, deswegen. Ja, du weißt ja eh, wo du besser gräbst. Hallöchen! Ah ja, Schrotflinte. So, was haben wir denn hier Schönes? Brutalo. Meinst du mich? Ja. Oder war eine Magnum drin? Wow, die guten Antibiotika. Ja, sind ein paar Bücher dabei, wo ich noch was von lesen kann. Sehr gut. Entsprechend wird auch was für dich dabei sein. Brauchst du die Archery-Bücher eigentlich noch oder bist du mittlerweile auf 100? Nein, Archery muss ich noch leveln. Okay. Landweapon bin ich fertig. Ah, dann kann ich die lesen. Gib mal ein paar Lockpicks, bitte. Merci. Ich glaube, du hast oben noch ein paar Gegner. Das kann sein. Ich hoffe auch oben einfach noch auf ein paar Bücher. Das Bier, was ich gerade gelootet habe, erinnert mich daran, dass ich ein Bier trinken wollte. Altes Geld und ein 20er Compound-Bogen. Nicht mal richtiges Geld? Nee, altes Geld. Enttäuschend. Ja. Aber habe ich wenigstens wieder ein paar Pfeile noch gefunden. Wir haben auf jeden Fall gleich wieder ordentlich Zettelchen für neue Klassen, falls wir mal wieder was machen sollten. Ach man, warum schieße ich denn nicht einfach mit Revolver? Hauptschuss. Mensch, ich habe eine Schiene gefunden. Okay, ich glaube, ich bin fertig mit dem Laden. Oh, ich habe oben kurz aufgeräumt. War eine Leiter draußen, die nach oben geführt hat? Ja, das ist... So, zwei Zombies und das war's. So, meine Schatzkarten ist 469 Meter. Die nächste? Meine ist 500. In Südosten.
So. Blunt Weapons. Konnte ich ja jetzt komplett lesen. Ja. Ich gucke zwar noch mal kurz nach, aber eigentlich habe ich ja im Blutmond, ja. Brauchst du Quicker Crafting noch? Habe ich drei Bücher jetzt gefunden. Nee, brauche ich nicht. Ja, ich will von Dampfschuss brauche auch keine mehr. Pistole bis Spielstuhle, ja. Ja, ich habe aktuell eine Revolver mehr, also Pistole dabei, ja. Safe Cracking, das kann ich dir auch noch geben. Ja, das habe ich fertig, glaube ich, mittlerweile. Ach so, na gut. Dann kommt es auf die Vernichtungsliste. Guck mal, ist das toter Mais oder fertiger Mais? Der sieht komplett tot aus. Ja, ist okay. Forge Ahead brauchen wir nicht. Farming Tipps brauchen wir nicht mehr. Ethics. Sniper warst du. Archery warst du. Metzmittel und Bandagen. Ja. Bei Mining Tools kannst du mir auch gleich mal ein Update geben, wie weit du da bist. Große, wofür du 100 Punkte sammeln musst. Ja. Also irgendwas scheint schon wieder heute mit der Verbindung zu sein. Kann aber auch einfach daran liegen, dass weil Steam ja gerade rumgesponnen hat, dass da irgendwelche Probleme sind. Sag mal, was deine Mining Tools sind. 100. Ach so! Ja gut, da kann ich es ja lesen. Wie gesagt, ich habe dir gebracht, das was auf Stufe 100 geht. Das ist fertig. Okay. Das habe ich ja das letzte Mal mit dem Erdbohrer ja schon fertig gemacht. Also ich war ja schon, bevor ich in das Loch gesprungen bin, auf Stufe 100. Brauchst du wie Heikel vor Dammschütz? Wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Nö. Du hast trotzdem die Umgebung noch im Blick, oder? Gerade tatsächlich überhaupt nicht. Perfekt. 27er Eisensperr, Munition, Gold und Silber. So, ich hab da was für dich. Cool. Packst du einfach ins Auto. Nee, das ist ja langweilig. Los, was? Noch was? Nö. So, ich würde aber jetzt gerne noch mal kurz gucken, wer näher dran ist an der nächsten Schatzkarte. Ich bin jetzt 347 von meiner nächsten entfernt. Dann fahr einfach mal weg. Währenddessen aktiviere ich einfach mal. Achso. Kannst du während der Autofahrt geht das nicht. Ja, Bücher lesen beim Autofahren als Beifahrer. Ich bin Opfer. Ich kann nicht während der Fahrt lesen. Ich muss sagen, als Fahrer fände ich das doch sinnvoll, aber... Also definitiv, entweder ist irgendwas mit Steam gerade wieder Käse am Laufen oder sonst was. Das hier ist die Mitte, wo ich gerade grabe. Ja, ich lese in der Zeit erstmal die zwei Schatzkarten. Und 500 Meter. Oh, 500 klingt doch immer nicht schlecht.
Ich muss mir sowas von was einfallen lassen, die Hordefalle. Der Bücherladen hat mich ein wenig aus dem Konzept gebracht, aber das war schön. So, du bist ja jetzt am Rand der, des Graberadios. Ah, hier ist sie. Da. Buddel rechts daneben, Loch nach oben. Okay. Ein Winchester-Teil. Ein Haufen Munition und ein bisschen Silberklumpen. Wow. Also irgendwie. Tatsächlich ziemlich enttäuschend. Passiert. Oh, meine nächste ist 840 Meter. Also können wir zu deiner fahren. Apfelbaum. Apfelbaum! Wirst du das überleben? Was? Ich meine jetzt nur, ob du das überleben würdest. Ich weiß nicht, was ich geht überleben... Es geht in die Wüste. Lass uns doch einfach überraschen. Gut. Dann nimmst du mich nicht übel, dann fange ich ja mit der weit entfernteren an, mit den 800 Metern, weil die ist näher dran dann. Aber wenn du gleich unten durch die Wüste fährst, meine Schatzkarte ist direkt an der Kurve in der Wüste nach oben. Weißt du was? Dann fahr du. Okay. Wenn wir jetzt in die Wüste fahren, dann ist meine tatsächlich auf dem Weg. Mal gucken, ob ich es überlebe in der Wüste. Obwohl das Eisgebiet hat mir mehr Sorgen gemacht als das Wüstengebiet. Hey, das Überfahren ist eigentlich gar nicht mal so unwitzig. Haben wir irgendwie einen Fleischwolf installiert? Theoretisch steckt da vorne tatsächlich einer dran. Ja gut, nur weil da vorne einer dran ist, heißt das nichts. Also bei Vanilla funktioniert das so auch nicht. Bei Vanilla wurde seit dem Update auf die Alpha 21 das sogar noch viel schlimmer, dass du richtig viel Schaden kriegst am Auto, wenn du jemanden anfährst. Ja. Das ist ja hier, dann lohnt sich das Überfahren. Ja gut, ich habe keine Ahnung, ob wir EP kriegen dafür, aber... Da ist was runtergefallen. Ja. War es ein Zombie? Ja. Okay. Ich war mir sicher, Zombie oder Tier, ich habe nur gesehen, das, was abgestürzt ist. Mensch, 120 Meter links. 50 also Meter links. Gut, dann geh zu deinem, ich mach meinen. Praktisch. Also ja, ich habe eine rote Sonne, aber... Scheint sich noch in Grenzen zu halten, der Schaden. Hab mal. Schön. Du gehst noch schneller als ich, glaube ich, ne? Ich bosch definitiv schneller ab. Ich habe ja eine erhöhte Abbauwahrscheinlichkeit und eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Instant-Treffer. Ja, ja, und du hast dir die 100 schon voll, ne? Ja. Das ist ja schon Gold wert. Was war drin? Munition. Oh, echt jetzt? Also ich gehe aktuell nur mit Muni hier raus. Ja, ich wäre ja froh, dass wir überhaupt schon ein bisschen Geld gefunden haben. Krankenschwester, weit fliegen. Ach Mann, ey, ich muss doch mal langsam anfangen, einfach mal zu schießen, Mann. Deswegen nehme ich die Schrotflinte momentan recht. Bam, 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 bam! Weil wir haben eine Menge Munition und ich muss die noch leveln. Ja, Schusswaffen level ich halt in Dingens. In Routen und am besten. Wo zur Hölle ist mein Schatz? Ach mal, Gollum.
Gollum! Ah, hier! Wow. Reichtum, Reichtum. Macht und Ruhm. Gold Roger, Munition! Yay! Und altes Geld. Ja gut, das kann man immer ein bisschen zu Geld machen. Warte mal. Ah, ne. Wir haben jetzt bei mir alle Sarah-Schatzkarten abgearbeitet. Und nicht eine einzige von Nicole. Wollen wir eigentlich mal eine neue Folge anfangen? Oder ich weiß nämlich nicht, ob es schon wieder überlänger ist. Wir sind bei ziemlich exakt 30 Minuten. Da können wir noch die Schätze dranhängen. Perfekt. Weil, ich weiß nicht, obwohl wir können noch eine weitere schaffen vorm Stream theoretisch. Aber wie weit ist denn weg ist der nächste Schatz? 100 Meter. Ja, dann machen wir den doch noch mit. Ich habe auch noch kein schönes Bild gemacht von der Schatzkarte. Schatztruhe, wie auch immer. Der Mittelpunkt ist die Joker-Pflanze. Ich glaube, geradeaus durch ist die große Shotgun-Messiah-Fabrik. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Boah, weil du ein Block. Dein Loch ein Block. Ich hab dich nicht gesehen. Auch der. Hab's. Warte, lass mich ein cooles Bildchen machen. Ja, ich muss. Boah, ich wollte gerade den Hut dabei. Ich wollte gerade den Hut ausmachen. Aber wir wissen alle, das ist dumm. So, müsste geklappt haben. So, ich bin wieder da, du kannst aufmachen. Munition! Und altes Geld? Nee, Silber. Toll. Naja, ist auch besser als nix. So, ich würde auch gerne die Schatzkarte machen. Mein nächstes 1,1 Kilometer. 1,1 und 700 Meter. Ach, 700 Meter hat gewonnen. Boah, eigentlich müsste mal gucken, ob was hier im Biom ist. Ne? Okay, gut, finde ich gut. Steig ein. So, das machen wir dann in der nächsten Folge. Machen wir ein bisschen weiter mit den Schatzkarten. Aber auch nicht zu viel. Wir werden dann zu Hause bestimmt mit der Preußen machen, weil irgendwas muss ich mir für den Blutbord einfallen lassen. Oh, Luftabwurf. Hinter uns. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei den nächsten paar Schätzen und der Baustelle wieder. Tschüss. Tschüss.